Heute werden wir uns Paul, den Koch, unter die Lupe nehmen und ein kleines Interview mit ihm starten. Kommen wir gleich zur ersten Frage. Warum haben Sie keine Hände? Ja, es ist eine ganz schwierige Frage. Ich selber weiß es auch nicht. Ich glaube, es hat einen Zusammenhang, dass der mich gezeichnet hat für diesen Animationsfilm, etwas zu wenig Zeit hatte. Denn diese 12 Wochen sind ja nicht so lange. Und er hat, glaube ich, einfach gedacht, ja, da achtet eh niemand drauf oder die brauche ich als Koch eh nicht. Also hat er diese, glaube ich, weggelassen. Ja, aber brauchen Sie keine Hände zum Kochen? Sie sind ja der Chef. Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich war der Längste, der hier gearbeitet hat. Also schon seit 3 Tagen. Und ich brauche eigentlich nichts zu kochen, da ich ja Chef bin. Chef machen ja eh nichts. Die sind nur da und machen verschiedene Rapporte und verschiedene Verträge, die sie unterschreiben und so weiter. Ja, und als Chef brauchen Sie keine Hände zum Arbeiten oder etwas schreiben? Nein, ich habe einen Assistenten gehabt. Der ist leider beim Vulkanausbruch ums Leben gekommen. Ja, das tut mir sehr leid. Aber wie ich gerade gesehen habe, haben Sie auch keine Ohren. Ja, mit meinen Ohren ist es genauso mit den Armen. Ich glaube, er hat zu wenig Zeit gehabt. Vielen Dank an Paul, den Koch. Jetzt folgen die weiteren Nachrichten der Stadt.